Was er nicht sagen wollte, hat er nicht gesagt. Wir haben auch jetzt aus den Zeitungen vieles erfahren, was wir nicht wussten da, was sich so abgespielt haben soll nach der Olympiade und so. Davon hat er uns nie was erzählt. Er hatte hier auch auf dem Arm eine Narbe, da habe ich ihm gesagt, Junge, was hast du da gemacht? Das erzähle ich dir später mal. Da hat er sich mit der Zigarette verbrannt. Ja, ich habe mir es gedacht, nicht? Aber er hat es nicht gesagt. Das Wort Magersucht ist eigentlich nie über seine Lippen gekommen. Das haben wir erst erfahren von einer Freundin. Die hat uns erzählt, wie das so alles gekommen ist. Aber ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen, obwohl wir ja schon in der Familie zwei Fälle gehabt haben. Die ältere Schwester Antje und Bruder Detlef hungern sich als Jugendliche dünn bis zur Magersucht. Doch das scheint nur eine kurze Entwicklungsstörung, die vorbeigeht. Beide wollen vor der Kamera nicht darüber sprechen. Auch im Kreis der Familie, mit der Bahne jedes Jahr gemeinsam Urlaub auf Föhr macht, bleibt vieles ungesagt. Ich habe auch zu meinen Kindern immer gesagt, ach, das wird schon wieder. Das wird schon wieder, das kriegen wir schon. Ist vielleicht verkehrt gewesen. Ich weiß, ich bin so erzogen worden, meine Mutter, die hatte uns, ich habe einen Zwillingsbruder, mein Vater war im Krieg geblieben und die hat immer also uns ziemlich, ich will im Nachhinein sagen, hart erzogen. Wir wurden nicht in den Arm genommen oder irgend sowas, das gab es nicht, das musste nicht sein. Und von daher konnte ich das wohl auch erst nicht. Ich habe es später gelernt, wie ich dann die Kinder dann hatte, dann lernt man das auch mal, jemanden in den Arm, nicht nur die Kinder, auch mal einen Mann in den Arm zu nehmen. Oder. Und von Seiten meines Mannes, da ist es, also wie ich die Familie kennengelernt habe, noch extremer. Im Nachhinein findet man natürlich immer Möglichkeiten, was hätte noch anders laufen können. Und zunächst muss man sagen, er hätte sich frühzeitig offenbaren müssen. Dann wäre die Sache ganz anders gelaufen. Vielleicht wäre manches anders gelaufen, wenn die Eltern von sich aus einmal nachgefragt hätten. Sie konnten es nicht. Sie konnten nur warten. So hat auch Barne das stumme Warten gelernt. Bilder vom nahenden Ende seiner Karriere. Nach einem verlorenen Qualifikationsrennen sitzt er wie betäubt am Steg. 1995 hört er endgültig auf und steigt nie wieder in ein Boot. In Dortmund lebt er in einer Dreizimmerwohnung im obersten Stock dieses Mietshauses. Seine Ruderfreunde haben mittlerweile Familie und im bürgerlichen Leben Karriere gemacht. Barne schließt immerhin sein Informatikstudium ab und arbeitet als Programmierer. Auch jetzt trainiert er noch so weiter, als ob er Leistungssportler wäre. Dabei müsste er sein Training langsam reduzieren. Er beginnt zu rauchen und regelmäßig zu trinken. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass er sich betäuben wollte. Weil diese Leere in sich, die er halt eben hatte, diese Langeweile im Alltag ertränken wollte. Zum anderen halt hat sich auch niemand um ihn gekümmert, als er abtrainieren musste. Man hat nur nicht mal gesagt, dass er nach dem Leistungssport abtrainieren musste. Er hat extreme Schlafprobleme gehabt und Herzrhythmusstörungen, bis er irgendwann mal zum Arzt gegangen ist und er darauf hingewiesen hat, dass das so nicht richtig ist, wie er jetzt mit sich umgegangen ist. Er wusste es aber auch nicht besser. Und da hätte man auf jeden Fall helfen müssen. Anke ist seine erste feste Freundin. Sie ist es, die Barne Rabe auf sein seltsames Essverhalten anspricht. Lass mich, ich habe alles im Griff, sagt er, wenn er sich in die Küche einsperrt und seine Rationen abwiegt. Ständig fühlt er sich zu dick. Das Problem ist halt eben auch, dass man nach einer gewissen Zeit das Bild desjenigen annimmt. Wenn man nicht stark genug ist, sich halt eben auch dazu wehren. Von daher musste ich schon selber aufpassen, um nicht so zu werden wie er. Ich habe auch irgendwann angefangen, das Essen zu reduzieren, habe geguckt, halt eben auch, was ich gegessen habe, habe den Tag eingeteilt bei dem, was ich gemacht habe, ob ich dies oder jeniges mir noch erlauben darf zu essen. Fand er das gut? Ja. Schleichend wird Barne Rabe dünner.
Da er jeden Tag im Fitnessstudio trainiert, überdecken die Muskeln noch seine Knochen. Innerhalb von 5 Jahren nimmt er 20 Kilo ab. Ungern lässt er sich jetzt fotografieren. Später gar nicht mehr. Selbst im Sommer zieht er mehrere Pullover übereinander an, um den abgemagerten Körper zu verstecken. Seine Freunde sind verzweifelt. Bane, iss was. Bane, wach auf. Sie melden ihn in einer Spezialklinik an. Er hatte eigentlich auch dann zugestimmt. Wir haben dann zusammen den Fragebogen ausgefüllt. Es müssen also verschiedene Fragen beantwortet werden. Und dann war ich eine Woche nicht da und bin dann wiedergekommen. Und dann hieß es auf einmal von ihm, du, ich habe keine Lust mehr, das bringt's alles nicht. Ich sagte, Bane, das gibt's doch gar nicht. Du bekommst eine Chance, die in Deutschland die wenigsten Menschen haben, in einer Spezialklinik behandelt zu werden. Und jetzt willst du nicht mehr. Warum denn nicht? Ja, dann bin ich so weit weg. Ich habe gesagt, Bad Oeynhausen, das ist eine Stunde Fahrt von hier. Das ist doch kein Argument. Und ich komme auch gerne nach der Arbeit vorbei. Das ist doch für mich überhaupt keine Frage. Aber für ihn war es irgendwie, er wollte es nicht mehr. Die Fachklinik für Essstörungen in Bad Oeynhausen. Hier war der Platz für Bane Rabe reserviert. Hier hätte er mit anderen Magersüchtigen den normalen Umgang mit Essen lernen können. Hier hätte er erlebt, dass auch andere Narben an den Armen haben, Spuren der Selbstverletzung. Dass auch andere ihren Körper unter einer Schicht von Kleidern verstecken. Die Patienten, die meisten sind Frauen, haben eine völlig verkehrte Wahrnehmung von sich selbst. Wenn sie ihren eigenen Körper modellieren, entstehen nur plumpe, unförmige Figuren. Wir haben oft bei Magersüchtigen ein sehr beengtes Innenleben, so wie man einen ganz engen Keller sich vorstellen könnte, verstaubt, eng, dunkel. Man könnte in manchen Fällen so weit gehen, von Todeslandschaften der Seele zu sprechen. Warum das so ist, das hat viele Gründe. Im Allgemeinen reicht es schon aus, wenn man nie verstanden worden ist, wenn man nie um seiner selbst geliebt worden ist, wenn man alles dieses nicht erfahren hat. Es reicht aus. In vielen Fällen kann das natürlich durch körperliche Gewalt, aber noch mehr, viel mehr durch seelische Grausamkeit entstanden sein. Also im März des Jahres 2001 waren wir verabredet, da kam er nicht. Und wir hatten Essen arabisch gekocht mit meinem Nachbarn und Bane fand das eigentlich interessant und wollte auch kommen. Und irgendwie verstrich die Zeit und Bane meldete sich nicht und kam nicht vorbei. Und ich dachte schon, ja, das ist wieder so eine Phase, er hat jetzt Panik gekriegt, Panik vor Essen. Und einen Tag später kam dann die Nachricht, dass er zusammengebrochen war auf dem Weg zu uns. Und im Krankenhaus lag. Als er aufwachte, eine Kanüle an seinem Arm angeschlossen war und ein Tropf, da hat er auch schon wieder Panik gekriegt. In dem Tropf befanden sich 900 Kalorien und mit einer so einer Flasche konnte er 3 Tage sonst überleben. Und das war für Bane wirklich ein Albtraum. Er hatte die Tropfen gezählt, wie sie in seinen Körper eindringen. Als wir ihn da besuchten, meinte er dann nur, ach, hätten sie mich da mal liegen gelassen, dann hätte ich es jetzt hinter mir. Und das war wirklich ein Schock. Also das bekräftigt schon die These, dass er Selbstmord auf Raden begehen wollte. Und dass er es auch zu dem Zeitpunkt auch schon fast geschafft hatte. In diesem Zimmer der Städtischen Klinik in Dortmund liegt Bane Rabe nun 3 Monate lang. Die Ärzte haben nicht viel Erfahrung mit Magersüchtigen. Bane nimmt zu und wieder ab. Jeden Tag kommen Freunde zu Besuch. Sie sind entsetzt über sein Aussehen. Ich war richtig geschockt. Ich weiß zwar, sag ich mal, aus dem Fernsehen, wie abgemagerte Kinder aussehen in der dritten Welt, aber das war fernab von dem, was ich jemals erwartet hätte. Ich hätte ihn so nicht erkannt, wenn man mir nicht gesagt hätte, da vorne rechts liegt Bane. Also die Augen eingefallen, tief eingefallen, die Wangen, man sah richtig die Knochen, das ist
Er füllte seine Kleidung überhaupt nicht mehr aus. Er bewegte sich unglaublich langsam. Er war schwer gekennzeichnet. Ja. Ich habe hinter Barne auch gesagt, Barne, so geht's nicht weiter. Ich leide mit dir, vielleicht noch schlimmer, als du selbst leidest. Und jetzt lass uns mal vielleicht so mal ein paar Tage mal Ruhe ins Land gehen. Und dann schauen wir mal, wenn es dir besser geht, bin ich der Letzte, der sagt, Barne, lass mich in Ruhe. Wenn du 5 Kilo zugenommen hast, du hast meine Telefonnummer, du kannst dich jederzeit bei mir melden. Ich bin immer für dich da. Und er hat es nicht getan. Das war theatralisch. Ich habe zu Barne gesagt, Barne, jetzt geht das hier nicht um Gold oder Silber, jetzt geht es um dein Leben. Aber irgendwie ließ ihn das kalt. Ich habe ihn dann bloß in den Arm genommen und ich habe natürlich gezittert, wie ich diesen furchtbar, furchtbar dünnen Burschen da sah. Und das sagte er zu mir, also das ist mir heute noch schleierhaft, sagt er, dir macht das ja doch was aus. Ich wusste gar nicht, dass dich das so betrifft oder berührt. Ich sage, wie kommst du denn da drauf? Ja, am Telefon, da klingst du immer anders. Ich sage, ja Junge, was soll ich am Telefon sagen? Soll ich am Telefon jetzt anfangen zu jammern? Das hilft dir nicht. Aber dann kam ja auch die Zeit, dass Barne plötzlich sagte, für mich plötzlich, da bin ich mit dem Thomas Domian zusammen bei ihm gewesen, hat er gesagt, jetzt weiß ich, was mich quält. Und da hat er gesagt, ich fahre jetzt zu meiner Familie und kläre das. Und dann haben wir ihn nicht mehr wiedergesehen. Die Freunde und Ärzte können es nicht fassen. Barne verlässt das Krankenhaus und setzt sich ans Steuer. Von 95 Kilo auf 60 Kilo abgemagert. Er will nach Föhr, wo seine Eltern Urlaub machen, um mit ihnen zu reden. Er will endlich sein Problem klären. Die letzten Fotos, die er gemacht hat. Menschenleere Landschaften. 2 Tage später wird er als Notfall vom Hubschrauber abgeholt. Sein Körper ist so geschwächt, dass eine Erkältung zur lebensgefährlichen Lungenentzündung wird. Barne Rabe stirbt. Das Gespräch mit den Eltern hat nicht mehr stattgefunden. Ein Trost bleibt ihnen. Ihr toter Sohn Barne ist auf eine seltsame Weise nach Hause zurückgekehrt. So, und jetzt kommen wir hier in Barnes Zimmer. Die Sachen stehen so, wie sie in Barnes Wohnung auch gestanden haben. Es war früher Barnes Zimmer und es sollte eben Barnes Zimmer wieder sein. Und die Entfernung, das stimmt alles haargenau, denn der Teppich hier ist auch von ihm. Stimmt alles haargenau. Und irgendwo tut es dann gut, wenn man dann hier sitzt und denkt, Mensch, Barne. Nein.